Hallo und herzlich willkommen. Zeit, das mal zu zeigen. Ich zeige das jetzt und los. Das ist hier einfach so ein Osterstrauß. Wir haben da vorne, haben wir so eine Forsythie. Oh, guckt euch das Wetter an. Also jetzt nochmal zum Wetter. Ey, guckt euch das mal an, ey. Also abonniert auf jeden Fall auf den Kanal, um keine Vlogs zu verpassen. Aber guckt euch das mal an, ey. Was ist das denn? Einfach so Schneeregen, Sturm und das so nach 42, 43 Tagen mal wieder Regen, Regen, wirklich. Ja, ist auch egal. Hier auf jeden Fall haben wir so Ostereier und einfach so ein bisschen hier so ein Osterhasen. Und ja, heute ist der 4.4. eben, 13.14 Uhr. Ich bin schon zu Hause, ja, wir hatten heute im Frühjahr Schluss. Hier, Oster, so ein Osterhasen, das ebt mal rein. Ist das auch eure letzte Schulwoche? Also für mich jetzt noch 4 Tage, dann habe ich Osterferien bis zum 21.04. oder 22.04. Ich weiß gar nicht genau. Hier auf jeden Fall haben wir auch so einen Osterhasen. Ja, wir haben 4 Osterdeko. Hier auch nochmal, einfach mal so hingestellt. Hier auch noch. Ja. Ja, wir haben 2 Grad und es ist einfach stürmisch. Ich kam nach Hause und so. So ein Wetter hier, ja, muss ich auch noch mal kurz in der Stelle zeigen. Man sieht's nicht. Ich muss mal kurz Tür aufmachen. Wir haben draußen noch Ostereier. Ich möchte auch nicht zu doll. Das ist einfach ekelhaft. Ja, da haben wir noch so Ostereier und da vorne auch noch. Seht ihr die? Zoom mal so dran. Windig, ey, guckt euch das an. So Leute, ich habe irgendwie ein bisschen vergessen. Ja, da vorne sind auch noch Ostereier. Ich habe irgendwie ein bisschen vergessen. Mein Mikro, da sind auch noch Ostereier. Das ist so regnerisch, ne? Heute fing das so um 9 an, da vorne auch noch. Seht ihr die? Seht ihr nicht, egal. Da aber auf jeden Fall, ich glaube, ich habe auch hingefilmt. Hier haben wir auch noch so einen Osterhasen. Ja, schreibt doch mal rein, freut ihr euch auch schon auf Ostern? Oder glaubt ihr, es kommt Schnee? Schön. Also wir hatten ja schon wirklich lange Frühling. Also wir hatten hier auch schon mal 15 Grad, aber jetzt ist irgendwie kein Frühling mehr. 2 Grad ist ja kein Frühling. Hier auf jeden Fall sowas, das kann man denn so anmachen, dann leuchtet das schön. Hier auch, hier so ein Osterkörbchen mit einem Osterei noch drinne. Ja, heute ist eben der 4. April. Wir haben jetzt Osterdeko, so glaube ich, seit 2 Wochen ungefähr. Ich glaube so seit dem 15. Sage ich jetzt so mal 20. Ich glaube kurz vor Frühlingsanfang. Frühlingsanfang war am 21. März. Da war es ja auch noch warm. Hier auf jeden Fall so ein Osterhase. Hier Ostern, so als Gelande. Das sind einfach so ein Osterhasengelande und ja. Boah. Kommt zum nächsten, so ein Hahn, guckt euch den mal an, der ist eigentlich auch voll schön. Also mit so einem Ostereiern auch noch drin und so einer kleinen Wiese. Ja, ihr wundert euch, der heißt ja Luca Vlogs Natur unterwegs. Ja, warum kommen keine Vlogs? Das könnt ihr euch selber beantworten. Da gehe ich nicht raus. Es ist Abhärtung, wir haben das schon gemacht. Hier mal eine Infokarte, Regen- und Sturmvlog. Ja, da waren wir unterwegs und ja, nur Gerausche, kein Mikro mit gehabt. Jetzt habe ich eins und jetzt wird die Tonqualität auch in Zukunft besser. Danke für 39 Abonnenten. Ich weiß, der Kanal kommt nicht gut an. Also hier noch Ostereier und hier noch so ein Osterhasen. Hier haben wir noch so einen Osterhasen ja, mit so einem ja, Osterhasen und ein Ei drin. Kommt zum nächsten. Hier haben wir dasselbe nochmal quasi. Auch noch so eine Osterhasen. Also so ein, ja, da kann man auch zum Beispiel ein Ei reinlegen. Hier sowas. Ja, ein Oster. Komm. Ja, wir haben ja eben einen Osterstrauß. Ihr könnt euch einfach einen Wald, Birke, aber auch Forsythie, wenn ihr eine habt, einfach abschneiden. Und dann natürlich hier nur das Gelbe. Und dann könnt ihr euch auch einen schönen Osterstrauß dadurch machen. Ja. Wollte ich auch nochmal sagen. Hier oben, oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Hier auf dem Backofen, also hier oben auf dem Kühlschrank. Auch noch so ein Osterhasen. Ich glaube, das ist super. Ja. Ich hatte gedacht, da ist so Stroh drin, ist doch nicht. Hier ist ein Osterhasen nochmal. Ja, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Die Ecke zeige ich nicht so, weil die ist ein bisschen müdig hier. Merkt schon. So, kommen wir zu meinem Zimmer. Das ist eigentlich richtig viel und ich glaube, das war es dann auch schon mit dem Video. Ja, ihr denkt, ja, ist ja nicht so viel. 30 Sachen ungefähr oder sogar mehr. Also vor allem mein Zimmer ist voll mit Osterdeko. Guckt, wir fangen an hier. Ja, so eine Ostereier einfach.
hier ist nichts mehr. Also da vorne ja der, ja, der Flieder mit Ostereiern dran. Die Nachbarn haben auch schon geschmückt. Ich zeig noch mal kurz so. Da vorne seht ihr es. Ich will auch nicht so aufs Haus finden, das wollen die bestimmt gar nicht. Aber ja, das reicht, weil ich will so nicht so auf die Häuser finden. Hier, auf jeden Fall, ja, hier auch noch so ein Osterei. Hier, ja, auch so ein Osterei. Also früher haben die mal geleuchtet, also ist eigentlich mit LED, aber wir haben immer noch keine Batterien dafür gekauft. Irgendwie ist das schon ein Jahr oder zwei Jahre sogar schon leer. Hier kommen wir zum nächsten, so ein Osterhasen, einfach so aus dem Wachs, also eine Kerze. Hier meine Infokarte, da habe ich, ja, da habe ich mein Zimmer mal aufgeräumt in einem Video. Hier kommt zum nächsten, das habe ich auch gestern schon ein bisschen gezeigt. Ja, hier so ein Osterhasen habe ich mal gebastelt auf dem Bastelkanal, wie gesagt. Hier so ein dasselbe, ja, wir haben den sehr oft, ihr habt schon gesehen. Den hier, also den haben wir bestimmt 3-4 Mal an verschiedensten ja, Fensterbrettern oder Sachen stehen, ich weiß. Aber der ist auch schön. Hier habe ich mal aufgeräumt einfach. Das sieht ja auch aus. Hier, Osterhasen. Oh Gott, die Klasse. Jetzt mal nicht so. Hier auch so Osterhasen. Hier so ein Osterhasen, der gerade die Eier bringt. Und ja, hier nochmal so eine. Hier nochmal so eine Möhre mit so einem Osterhasen, der gerade losfahren will. Auf eine Möhre. Ja. Dann hier sowas, habe ich auch mal gebastelt auf dem Bastelkanal. Ist einfach so, ja, kann man sich einfach so hinstellen, guck mal, so ein Lesezeichen. Oh. Habe ich jetzt mehr als Deko hier auch mal hingestellt. Auf jeden Fall, so sieht hier mein Hintergrund aus. Ja, mehr haben wir auch gar nicht in Osterdeko. Aber ich würde sagen, Quatsch, was erzähl ich, hier haben wir auch noch, haben wir einfach so ein Huhn, dann haben wir hier noch so ein Osterhasen und ein Körbchen eben. Ja, wir haben hier die Osterkiste. Gott, wir haben manche Sachen, die brauchen wir auch zur Ostereiersuche. Also zu Ostern kommen echt viele Videos. Ich habe da so, ja, denkt auch, hä, warum so viele Videos? Ich kann sagen, das kann ich nochmal kurz sagen. Ich habe so, ja, 5 Videos ungefähr oder 6 Videos geplant für Ostern, aber mehr sage ich nicht. Ich habe da eine Liste fertig gemacht, so sieht mein Schreibtisch aus, ja. Ja, ist immer noch aufgeräumt, ich möchte den auch so lassen. Ja, da habe ich einiges geplant. Ich gucke das jetzt weiter mal. Schlimm. Ja, aber möchte ich nicht mehr sagen. Ja, also die Sachen brauchen wir eben auch für das Osterkörbchen. Für die Osterkörbchen. Also die Osterkörbchen stellen wir uns nicht so hin, haben wir ein paar. Aber die brauchen wir eben auch für Ostereiersuche. Also manche Sachen haben wir eben nicht ausgepackt. Die brauchen wir denn wirklich auch nur an Ostern. Also schreibt mal in die Kommentare, freut euch auf Ostern. Es sind ja, also ich zähle auch die Tage, nur 13 Tage endlich, ne? Ich habe meinen Kalender natürlich auch schnell umgedreht. Hier am 17. müsste ich mir vielleicht mal anschreiben. Ihr seht, 17. Das ist der Tag. Und der 18. auch nochmal rot markiert. Ostermontag. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Deko-Video. Ich wollte eigentlich zeigen, wie ich es dekoriere, aber da ging irgendwas nicht ganz klar mit rüber. Man nimmt auf dem Handy auf, manchmal auf mein, manchmal auf Mamas und dann geht manchmal was nicht mit rüber schicken oder ich lösche es aus Versehen, was schade ist. Aber ich habe es einfach jetzt so mal gezeigt. Ich hoffe, euch hat das Ostervideo, also unser Osterdeko, gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie viel Osterdeko habt ihr. Wir wollen heute auch noch ein Osterkörbchen basteln. Ist natürlich auch nur für die Ostereiersuche. Ne? Ich weiß nicht, wie oft ich das erwähnt habe, aber so ist das. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns morgen. Es kommen auf jeden Fall zu Ostern viele Videos. Freut euch drauf. Ab Ostersonntag, ein bisschen länger, wird es auf jeden Fall mit viel kommen. Freut euch drauf, wir sehen uns morgen. Ja, es kommen jetzt weitere Ostervideos. Also wir einpacken und ja, sowas eben auch. Da habe ich mir auch noch ein bisschen was überlegt. Ja.
Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Checkt den Abspann, also da kommt ihr in meine Playlist und die letzten Videos seht ihr dann auch noch. Und in die Infokarten, die könnt ihr auch nochmal abchecken. Das war's mit dem Video. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Vlogs zu verpassen. Und Gartenvideos, ja, wann kommen die, wenn es wieder schöner ist, ne? Wir sehen uns morgen und damit ciao.